Hallo und herzlich willkommen zurück zu Project Ozone. Mittlerweile haben wir Tag 18 und ja, ich habe ein paar Kleinigkeiten gefunden. Also auf jeden Fall habe ich halt hier die Monster gefarmt, die so relativ viel, immer so nebenbei. Weil es dauerte mal ein bisschen, bis die gespawnt sind, die unten sich gesammelt haben. Dann habe ich halt etliches Zeug gefunden. Ne? Ich meine, man sieht ja hier schon, ich habe hier so einiges, ich sag mal Bottle Gun und so, ne? Und der Mega Rubber Sapling ist gewachsen. Ich meine, what ist mit dem Ding verkehrt? Ich habe keine Ahnung, wie ich das Ding abbauen soll. Absolut gar keine Ahnung. Aber wovon ich jetzt eine Ahnung habe, ist erstens, ich weiß, wie man Clay macht. Ich habe es durch Zufall rausgefunden. Und ich habe, wie ihr seht hier, etliches von den Monstern gekriegt. Die Kisten sind voll, randvoll mit irgendwelcher Scheiße. Ja. Deswegen habe ich hier hinten schon eine weitere angefangen. Das ist doch nicht mehr normal. Ich schmeiß mal den ganzen Kram hier raus. Den ich jetzt erstmal nicht brauche. Denn ich habe noch etliche Neuerungen, die ich euch zeigen möchte. Und ja. Wir haben hier so einige Lootbags, die ein bisschen rare sind. Ein bisschen. Oh, Goldapfel. Ein bisschen epic. Und so weiter und so weiter. Die mache ich jetzt fix auf, denn ich will selber wissen, was da drin ist. Oh, rare, zwei, ein epic, ein legendary. Ich habe noch nie. Oh. Mana in a bottle, aha. Oh, noch mehr Portal Guns. Sie kann hier langsam nicht mehr sehen. Da muss die Augen aufmachen. Okay, die war jetzt ein bisschen crappy. Aber da sind ein paar Eisenäxte drin gewesen. Okay, ist in Ordnung. Nicht das Geilste. Oh, hier Legendary habe ich vergessen. Oh, Legendary. Na. Na. Ach so. Ich habe ja die Tasche noch offen. Ich weiß nicht, wohin mit dem ganzen Schrott. Warte mal. Dann haben wir das alles über. Das ist alles über. Wieder Obsidian drin gewesen. Da kann ich ein Portal aufmachen. Sehr schön. So, dann ist hier ein Empty Map. Lol. Ah, nicht wegschmeißen. Ich will sie mir angucken. Gut, während die jetzt lädt, würde ich sagen, habe ich rausgefunden, wie man Clay macht. Genau. Und zwar, ich habe jetzt hier leider kein Dust. Aber wenn du da hinten diese Fässer hast, machst du Wasser rein, schmeißt Dust rein und kriegst Clay wieder raus. Genau so war das nämlich. Ich habe nämlich hier irgendwo in diesen Kisten ist jetzt Clay drin. Hier, da ist Clay drin. Ich habe hier Clay. Das bedeutet, ich werde mir demnächst die Tinker Tools machen. Also jetzt im Grunde. Und ich habe herausgefunden, wenn du diesen Crucible baust aus dieser gleichen Mod wie die anderen Mods hier und da Feuer drunter machst, also ich habe da jetzt so eine Fackel und einfach das Ding mit Cobblestone vollstopfst, kriegst du Lava. Nach einer ganzen Weile, weil das Ding kocht ja noch. Ne, und das habe ich jetzt hier schon verwirklicht, weil, guck mal, ich habe das jetzt hier alles, wie ich schon gesagt habe, mit einem Generator gebaut und das Ding hier generiert und generiert und generiert. Ne, das ist der Wahnsinn. Ich meine, was zum Henker? Ich kann jetzt endlos meine Plattform ausbauen hier oben. Also im Prinzip. Das ist richtig, richtig awesome, Mann. Ich habe da noch ein Lootbag, sehe ich gerade. Noch mehr Mana und Melonenseeds. Okay. Dann beginnen wir mal mit den Tinker Tools. Ich möchte als allererstes, muss ich kurz schauen. Ich brauche. Machen wir das so. Dann machen wir so. Dann glaube ich, war das diagonal zueinander, ne? Genau. Dann hast du einerseits das Ding. Klack. Den Part Builder. Dann hast du ein Crafting Table, das hätte ich gern. Bitte sinnvoll. Toolstation, okay, gut, das wäre natürlich auch eine gute Sache. Dann mache ich das nochmal falsch. So, dann will ich die Crafting Station. Ich brauche noch eine Pattern Chest. Das ist, glaube ich, ganz normal die Chest. Ich weiß nicht, was halt mit mir los ist. Ich baue nur Scheiße hier zusammen. Ich sollte mal ein bisschen langsamer machen. Es könnte auch an den Kopfschmerzen liegen. Ich habe tierische Kopfschmerzen. So, dann will ich hier so ein Stack Steine, weil mittlerweile ist das ja null Problemo, ne? Und ich will. Machen wir das hier drüben. Hier noch ein bisschen ausbauen.
Ich denke mal, ich werde das bis hier hinten hin machen, so in etwa. Dann werde ich mir hier die ganzen Geschichten draufstellen, einfach. So, dann mache ich halt noch einen ran. Mache ich einen ran, mache ich einen ran. Übrigens wird sich der Stil dieser Folgen jetzt auch ändern demnächst. Bedeutet, ich will im Grunde nur noch, was wollte ich sagen? B-b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 -
Wohin mit diesem ganzen. Ich klatsche jetzt erstmal einfach alles hier irgendwo hin. Es hat fast geklappt. Aber ich kann jetzt hier die Teile bauen langsam. Aber bevor ich das mache, fange ich an, meine Smeltery zu bauen. Und zwar werde ich mir dafür Groot herstellen. I am Groot, weißt? Groot. Und zwar machst du das aus Clay, Sand und Gravel. Dadurch, dass ich jetzt alles instant herstellen kann, mache ich das jetzt eben. Und dann werde ich sagen, wenn wir soweit sind, sehen wir uns da wieder. Also bis gleich. Okidoki. Ich würde sagen, die Schmelze steht. Ich werde auch direkt mal versuchen, mein altes Eisen wegzuschmelzen. Ich meine, ich habe jetzt durch die Taschen hier etliche Pickaxes und so ein Kram gekriegt. Und will die jetzt eigentlich mal zu Barren umwandeln, erstens. Und zweitens muss ich kurz gucken. Ich habe doch bestimmt noch mehr von dem ganzen Shit gehabt. Irgendwo. Hier sind zum Beispiel noch Hosen, die können wir mit einschmelzen. Da ist noch ein Helm, noch eine Pickaxe, ein Schwert. Dann nehme ich erstmal das andere dann. Das kann alles da rein und dann hast du erstmal einen übelsten Batzen Eisen, der im Grunde einfach nur recycelter Müll ist, ne? Das ist ziemlich praktisch einfach mal. Oh, in den Jacken war das hier mal alles rein. Und dann stellen wir fest, dass wir noch gar nicht schmelzen können, weil wir noch nichts besitzen dafür. Aber ich habe etliche Quests fertig, ne? Die werde ich jetzt hier alle mal nacheinander abgeben. Das heißt, ich habe hier, ich nehme hier auf jeden Fall das Leben. Dann haben wir, das ist fertig. Dann haben wir hier das Ding. Die ist auch fertig. Dann nehmen wir Karotten. Ich habe übrigens rausgefunden, wie man Dreck herstellt. So, jetzt haben wir Taschen, Taschen, Taschen und eine Menge anderen Schrott. Erstmal das Herz. So, da ist drin. Ich habe keine Ahnung, wofür die Dinger sind. Wir nehmen es einfach mal. Kein Plan, was das für Zeug ist. Amazing Technicolor Glass. Kannst du irgendwas? Eigentlich nicht. Also war das im Endeffekt alles mehr oder weniger ein bisschen Crap gerade. Was wir da gekriegt haben. Aber ich suche mal gerade die erste Horse Armor. Ich habe doch schon mal 3 Stück gekriegt irgendwann. Oh, bei dem ganzen System, ich habe keinen Plan, wo das alles rumliegt hier. Da, die kann ich nämlich nehmen. Und auch einschmelzen. Ich meine, es ist ja auch Eisen und Gold und sowas, ne? Da werde ich den ganzen Quatsch auch los. Und kann mir wieder Sachen herstellen. Ich meine, ich habe jetzt hier 30 Ingot-Barren drin, ne? Also 30 Ingots. Ingot-Barren, was laber ich da? Da könnte ich jetzt sagen, ich gieße mir jetzt zum Beispiel einfach mal einen Block Eisen. Na, das ist schon sehr praktisch. Das sind doch schon mal 9 Eisen. Ich kann theoretisch auch noch 2 weitere machen. So. Und daraus werde ich mir dann demnächst einfach Tools machen. Weil ich muss erstmal, da ich die Quest noch nicht fertig habe. Ups, wo ist das Ding jetzt wieder? Da. Diese Quest nicht habe hier. So. Da mir hier die Bricks noch fehlen, ich meine, ich könnte sie alle aufheben und hätte vielleicht sogar fast genug. Ich muss halt noch ein paar herstellen, dann würde ich halt hier noch ein paar von diesen Teilen kriegen. Vor allem eine kostenlose Toolforge. Die ist übelst teuer, da brauchst du extrem viel Eisen für eigentlich. Das ist also das nächste Ziel. Ich werde ihnen halt jetzt offscreen machen, diese Quest, und dann habe ich das halt. Da gibt's nichts Besonderes für. Ah, langsam nimmt der ganze Queststrang Gestalt an hier. Ne? So. Haben wir denn danach noch genug? Ich hoffe doch mal. Da kann ich richtig viel zusammenschmelzen. Da kannst du theoretisch, wenn es mit den Taschen besser gehen würde. Du kannst bei einer anderen Mod, ich weiß jetzt auch nicht, wie die heißt, die hat auch mit diesen Taschen zu tun. Oh, ich habe 64 Groot. Oh, geil. Ich hätte mir gar nicht so den verdammten Riss geben müssen für den Quatsch. Ich habe genug Bricks, um die Quest fertig zu machen. Ich würde sagen, ich warte einen kurzen Augenblick, bis das soweit ist, und dann machen wir damit gleich weiter. Bis gleich. Jo, da sind wir wieder. Und zwar, die Quest ist fertig und ich claim sie. Zap. Zap geclaimed, Junge. Abgeclaimed. Hast du voll abgeclaimed. So, dieses teure Ding. Warum auch immer das Ding unbedingt in Pink sein muss.
Und schnell die Schmelze wieder aufgebaut. Ja, ich habe mich gerade ein bisschen verkokelt an dem Teil. Würde ich sagen. Jetzt irgendwie. So. Smeltery activated. Und na klar, das Ding ist unzerbrechlich. So, jetzt ist immer noch das blöde Eisen da drin. Aber ich habe jetzt den Ingot-Cast und kann sagen, schmelz mir mal ein Ingot. Während ich jetzt im Prinzip einfach mal die goldenen Armors reinschmeiß und ein bisschen abwarte. So. Also, Ingots können wir herstellen, das ist wunderbar. Das ist richtig wunderbar. Und jetzt. Nom, nom, nom. Kann ich mir Förmchen bauen mit dem Gold? Ich meine, das ist doch eine gute Idee. Ich werde mir eine kleine Pickaxe bauen gleich. Hoffentlich. Dann, wenn das Zeug irgendwann fertig wird hier. Da sind 16 Gold drin. Das ist ja echt krass. 16 Gold. Dann machen wir doch mal das hier. Ich muss den Müll rausnehmen. Dann hätte ich hiervon gerne eins. Ich hätte. So. Ich mache es jetzt einfach mal pur aus Eisen. Ich meine, wir haben jetzt gerade genug gekriegt dadurch. Und so. Dann nimmst du im Prinzip einfach nur diese Teile. Nimmst das Cast runter, das Ingot Cast runter. So. Und gießt das Gold außen rum. Im Prinzip. Dann hast du halt den dazugehörigen, ja, Dingens hier, den Pickaxe-Kopfkrams und so weiter. Sieht bloß nach das Binding so. Ist interessant, dass das Steinstück dabei verbrannt wird. Das ist günstig auf jeden Fall. Dann haben wir hier jetzt noch 10 Ingots drin. Die werde ich jetzt noch so abgießen. Dann können wir auch schon wieder das Eisen reinschmeißen. Da brauchen wir ein halbes Stück Eisen, ein ganzes und noch ein halbes. Also zwei Stück Eisen eigentlich nur. Das ist günstig. Also, so eine durch und durch Eisen-Pickaxe ist das ziemlich geil. So, dann legen wir das hier rauf. Und schmettern dann das da rein. Ich möchte nämlich den Silky Crystal bauen oder Jewel, wie auch immer. Damit kannst du nämlich eine Pickaxe bauen, die Silk Touch besitzt. Ja? Weil wenn du in den Nether gehst, hoffe ich, dass da diese Nether Ores sind. Und wenn die da sind, kannst du die mit Silk Touch abbauen, dann werden die Pikmin nicht aggressiv. Wenn du sie abbaust. Ja. Ich muss bloß dann halt Aluminium Brass herstellen und Strings habe ich ja mehr als genug. Und Emeralds habe ich mittlerweile auch, also ist machbar. Und wenn ich dann da erstmal bin, dann kann ich da in ganzer Ruhe eigentlich farmen. Ja, dann kann ich mir da allen möglichen Schrott zusammensammeln. Und dann passt das auch wieder. Ach so, nee, halt. Wie weit bist du denn? Du bist durch. Dann gießen wir die Teile mal. So. Dann hätte ich das gerne. So. Erledigt, dann lasse ich das Ingot Cast drauf liegen. Das Gold ist erstmal unnötig. Das auch. Ich brauche noch eine kleine Kiste für diese ganzen Teile hier dann. Gut, ach so, ich habe die anderen Sachen im Inventar. Dann seid ihr ab sofort Müll. Das braucht keiner mehr. Und ich crafte mir jetzt hier meine Pickaxe zusammen. Wo bist du denn? Bin jetzt verblödet. Ich krieg hier nicht mal eine Pickaxe zusammen. Machen wir das hier. Und ich bin so ein Mega-Honk. Ich hab gerade. Ich hab gerade gedacht, das sind die verdammten Steinteile und ich hab die Dinger weggeschmissen. Oh, wie behindert. Oh mein Gott. Ich könnte mich tierisch aufregen jetzt. Ist ja nicht so, als bräuchte ich die Mats dringender als je zuvor, ja? Und ich schmeiß hier den ganzen Scheiß einfach weg.
Also nochmal. Eine Runde angeschmissen. Minno. Los, Brathinne. Blödet Eisen. Dann werde ich mich einfach mal nützlich machen und mir hier zwei Reihen, eine Reihe meine Schmelze erweitern. Oh shit, das ging voll daneben. So, dann kannst du nämlich mehr Items reinschmeißen. Das ist dann für später wichtig. Und gießen. Zack. Und gießen. Was fehlt jetzt noch? Den Stick haben wir. Also Binding haben wir. Und gießen. So, diesmal sind wir nicht behindert und wir bauen diesmal richtig. Die Folge wird einfach ein bisschen länger jetzt, deswegen, was soll's. Ich kann's nicht ändern, ich hab's einfach verkackt. Ich frage mich, warum ich hier die normalen Tools nicht dran bauen kann. Zop. Oh, das ist ja... Die automatische Erkennung ist echt ein bisschen für ein Hindern. So. Die hat für Modifier... Ein Modifier, okay. Ich könnte theoretisch einen draufsetzen, aber das muss echt nicht sein. Die ist ja nur zum Aufheben der Erze gedacht dann. Das heißt, ich brauche das Silky Jewel. Ich brauche Aluminium Brass. Gibt man denn den Shit her schnell? Ja. Halt, da war's. Du brauchst Aluminium. In einem Arc Furnace. Nee, das geht irgendwie anders. Aluminium ist eine Mischung aus zwei Legierungen. Ich weiß bloß nicht welche. Was für Kackgeräte es hier gibt. Ich kann auch Gold nehmen. Gut. Nehmen wir 4 Gold. Strings und den komischen Klumpernis. Den ich, wo ich keine Ahnung habe, wo da drin liegt. Machen wir erstmal schnell den kaputt. So, dann sind Strings sind hier drin, glaube ich. Nö, sind sie nicht. So. Na, ab. Ich hasse es. Ich weiß nicht wieso, aber ich hasse es tierisch. Mann. Ein bisschen rückständig ist Minecraft immer noch. Ein bisschen stark rückständig. Was Item Drops und so angeht. Ich habe in letzter Zeit einfach zu viele Spiele gespielt, die ein klein bisschen einen Saugradius hatten an Items. Minimal. Aber nun ja, man kann ja nicht alles haben, nicht? So, das, das und das und zack. Dann haben wir die Picke, dann haben wir das Ding und wir haben den Modifier. Schön. Dann benötige ich einen Eisen. Obsidian. Flint war irgendwo hier drin. So. Okay, wir sind bereit, ein Portal aufzustellen. Sollte vielleicht nicht unbedingt hier hinten stehen, aber das ist mir gerade relativ Wurst. Ich habe jetzt bloß nichts. So, dann gib mir schnell das hier. Zack, zack, zack. Dann taken wir jetzt mal kurz falsch. Wir taken keinen falsch an. Okay. Ist ja gut. So, ein Standardportal. Auf die Kiste und ich bin gespannt, wie es drüben aussieht. Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht so ein übelstes Bullshit-Territorium haben. Gucken wir einfach mal. Sind wir neugierig. Komm schon. Das dauert immer, bis diese blöde Welt generiert ist. Das ist echt übertrieben. Blöd. Komm schon. Yes.
Oh, ist das dunkel. Ist das dunkel. Oh, weia. Aber wir sehen hier schon das ein oder andere nette Zeug. Ich habe hier eine Netherquartz, okay, das ist Standard. Tungstein habe ich jetzt noch keine Verwendung für. Ich würde jetzt sagen, Lapis nehmen wir mit. Lapis ist wichtig. Das ist sowas, was nützlich ist. Dann haben wir hier Quarz, Quarz, Quarz. Quarz, Quarz, Quarz. Osmium werde ich brauchen, weil Osmium... Osmium lässt sich nicht mit Eisen abfarmen. Oh, das ist ein scheiß Material. Ich brauche irgendwo hier Energie. Ich habe gesehen, dass diese Maschinen relativ leicht zu bauen sind. Auch das lässt sich damit nicht abfahren. Ist das eine scheiß Pickaxe, ganz ehrlich. Warum hat sie nicht das Eisen, Materialdingens? Ja, ist Bullshit. Gut, dann muss ich mir nochmal eine stärkere Pickaxe craften und dann... Ach, du Scheiße. Holy shit. Oh Gott, was war das denn, Mann? Ekliges Spinnending. Oho. Sehr schön. Sehr schön. Gut, dann crafte ich mir jetzt noch eine etwas bessere Pickaxe und dann schauen wir mal, was daraus wird. Oder ich überlege mir was anderes, dass ich es vielleicht mit, keine Ahnung, irgendwie anders halt. Aber gut, die Sendezeit ist rum, sage ich einfach mal, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen.